Видиш ли, смислениме се дъкщонна, вид се мърцаме, шит, са фил лидъркмо, цур фил ной лидъркмо. Слава мих квик, мама, ти либи мах мих блин, мама, кванга ни дем лабиринт, мама, их ха кмерт, ас да хас ми не бринг, мама, их би са фавирт, мама, их вес нет, вас их вирт, мама, се вие де гуте штирт, мама, und jeder Schlechte wird geführt, Mama. Ältere sind Ältere. Du würdest gar nicht existieren ohne sie. Und das ist auch ein Dankeschön. Oder wir bringen euch auch aufs Album. Natürlich, weißt, weil ihr habt euch schlussendlich grosssorgen. Egal wie alt ich werde, ob ich mal eine Frau habe und ein Kind, Mutter bleibt einfach Mutter, so in dem Sinn. Ich bin auch nur mit der Mutter aufgewachsen. Und ich gehe so richtig und sie checkt es nicht. Darum sage ich es auch ihr, darum will ich etwas meiner Tochter sagen, dass sie wie mich besser verstehen können. Mein Vater hat ein besseres Leben wollen, erschaffen, legal ist nicht gegangen. Für all die Verwandten. Jedem am helfen mit Cash. Heute sagt er keinem mehr danke. Mein Vater ist sowieso so ein Mensch mit dem Mindset, er will immer mehr und das Bessere haben für seine Familie und so. Mit dem Dealen ist es schneller gegangen. In dieser Zeit war es zu schwer, sich. Und wenn du legal hast wollen arbeiten, dann wärst du im Bau gelandet oder irgendwo, wo du dich kaputt machst mit dem Körper. Und mein Vater ist zu gescheit für so Sachen. Ich bin noch ein Dieb, Mama. Doch heute werde ich gefeiert, Mama. Ich habe so viel investiert, Mama. Ich habe gemerkt, dass ich alles dafür gebe, Mama. Zu viel Gutes ist auch schlecht auf eine Art. Vertraue der Balance. Wir reden so viele Lieder über das Leben, aber es ist leider schlecht für den Markt. Zu viel Gutes ist auch schlecht, das ist wie selbsterklärend. Entweder versteht man es oder man versteht es nicht. Wenn du zu viel Wasser trinkst, kannst du auch irgendwann ertrinken. Weißt du, was ich meine? Man sollte vor allem einen Ausgleich haben. Das weiss ich. Und ich will das in Musik geben. Es hilft den Leuten. Also es schreiben wirklich Leute. Und die sagen mir, ja, das hat mich durch scheiß Zeiten gebracht. Ich habe das verloren, ich habe das verloren. Leute haben mir gesagt, ich habe Deutsch gelernt bei dir. In 10.000 Bars, aber niemand hat uns gehört. Weil wir sind zu verwöhnt. Wir hören immer das, was wir wollen, folgen jedem Trend, weil wir wollen nicht hören, was uns stört. Wir haben so viele Lieder geschrieben über das Leben und wir haben auch viele veröffentlicht, aber sie haben nicht richtig gehört. Sie wollen nicht hören, wenn ich ihnen etwas Gutes sagen will oder sie auf ihre Probleme sozusagen aufmerksam machen. Sie wollen lieber hören, wie ich sie wegbringe von diesen Problemen. Das war 100% Real Talk, ja? Alles hat seinen Grund, ich kann keinen.